Ja, moin moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von unserer Trainerkarriere. Und das heißt natürlich, willkommen zurück hier beim SV Darmstadt 98. Ja, vorab, ich habe ja beim letzten Mal gefragt bezüglich des Weltklasse-Modus, ob da alle mit einverstanden wären, wenn wir das auf Profi zurücksetzen, Lirum Larum Löffelstil. Bis ich dann auf die Idee gebracht wurde, ich glaube von Passistyle war es, einfach mal so ein bisschen an den internen Einstellungen rumzuspielen, also gerade benutzerdefiniertes Gameplay von CPU und Benutzer eben. Und ich habe das jetzt einfach mal so ein bisschen ausprobiert. Ich fand, es hat ganz gut funktioniert, auch wenn es hier nicht so aussieht. Das erste Spiel gegen Freiburg war auch noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich habe aber auch schon seit, ja, gefühlt 800 Jahren nicht mehr gespielt. Von dem her, war gegen Freiburg noch so ein bisschen Chaos mit drin. Und das ändert sich dann aber spätestens ab Spiel 2. Was eure Transfervorschläge anbetrifft, da hatte ich ja im letzten Part auch mal nachgefragt. Wo ihr noch Verbesserungsbedarf seht. Ich habe mir die jetzt alle vorgemerkt, ich habe die jetzt aber in dieser Transferperiode nicht mehr mit reingenommen, einfach aus dem Grund finanziell, ne? Ihr wisst, es steht jetzt nicht schlecht um den Verein, aber wir haben andere Ziele aktuell. Und ich würde die dann einfach mit in den Sommer mit reinnehmen, wenn ich dann weiß, okay, das habe ich noch an Geld, wenn ich gewisse Verpflichtungen eben getätigt habe, gerade von den ausgeliehenen Spielern. Dementsprechend nicht wundern, wenn da eure Vorschläge nicht mehr drin sind. Die werden dann irgendwann noch folgen. Ja, wir haben die 38. bzw. 39. Minute erreicht. Wir liegen 3-0 hinten. Premium-Spiel, würde ich einfach mal sagen. Wirklich ein Premium-Game schlechthin. Und dann hatten wir aber noch eine Chance, aber leider erst in der 87. Dementsprechend war das, ja, bisschen too late, ne? 3-1 dann hier jetzt noch gegen Freiburg. Ich weiß auch nicht, wo die herkommen. Die sind auf einmal, die waren ja schon am Anfang der Saison. Da haben wir uns auch zu so einem, irgendwie, ich glaube, 3-2 durchgehurt. Aber das war auch mehr Glück als Verstand. Und ja, zum allem dazu kam noch, dass Sulo eine rote hatte und dann haben wir hier, ich weiß nicht, wie der Kollege hieß, irgendeine 64er haben wir dann in die Innenverteidigung packen müssen. Übrigens auch der einzigste Innenverteidiger, den wir gerade im Team haben, weil Wembacher oder wie er heißt, ja aktuell verliehen ist und dementsprechend hier auch wirklich gezeigt hat, dass er ein 64er ist. Hier ging gar nichts. Und so endet das Spiel auch 4-1. Aber wie gesagt, ich fand auf jeden Fall die Aufteilung schon ein bisschen besser. Ich kann das auch mal kurz aufzählen. Also ich habe das immer so gemacht, ich habe die Unterschiede immer so gesetzt, dass ich praktisch die KI, oder CPU besser gesagt, bei den Fehlpässen war es glaube ich um 10 runtergenommen habe, mich um 10 dafür hochgeschraubt habe, also sprich Verhältnis 40-60. Und bei dem anderen halt immer bei der CPU 5 weniger und dann eben bei mir 5 mehr. Ich weiß nicht, ich werde das jetzt mal noch ein bisschen testen, weil die nächsten zwei Spiele liefen nicht schlecht. Nicht unnormal, also nicht so wie wenn man dann auf Profi spielt, aber nicht schlecht. Und wenn sich das jetzt aber auch gegen größere Teams so fortführen sollte, werde ich da natürlich nochmal ein bisschen so Feintuning betreiben, einfach damit das Ganze dann auch ausgewogen ist. Wir wollen uns ja jetzt hier nicht den mega Vorteil verschaffen, aber ich finde einfach die KI ist auf Weltklasse zu stark, um da eben auch mit teilweise ein paar Flaschen, die wir dann doch im Team haben, die halt einfach passtechnisch nicht so auf dem Niveau sind. Da können wir halt einfach nichts gegen ausrichten, wenn da Buxtehude und Co. kommt. Da ist das teilweise einfach ein bisschen schlecht. Ich habe auch gemerkt, Serie D habe ich ja gekauft, so als abräumenden Sechser. Muss aber auch dazu sagen, dass das einer wäre, den ich, glaube ich, wieder verkaufen würde. Denn mir ist auch jetzt gerade noch aufgefallen, dass der Kollege passen irgendwie überhaupt nicht kann. Also der ist auch schnell, der ist defensiv jetzt nicht schlecht. Natürlich jetzt auch keine Lufthoheit, also Kopfbälle oder so sind jetzt auch nicht seine Spezialität. Aber passen ist bei dem sowas von überhaupt nicht vorhanden. Also irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Hat er nie gelernt und das hat man auch gemerkt. Und Franschic habe ich dann einfach mal auf die 6 gestellt. Und das hat mir schon wesentlich besser gefallen. Also auch gerade jetzt in den letzten zwei Spielen hat sich, glaube ich, startelftechnisch nochmal einiges getan. Auch Niang, der gerne öfters mal ohne Tor bleibt, hat sich heute auch wieder ganz gut präsentiert und wir gucken uns das Spiel gegen Frankfurt jetzt erstmal an. Frankfurt, wir brauchen die Punkte, wir sind oben gar nicht so weit weg von den Top 3, aber wir müssen jetzt halt auch mal langsam die Spiele gewinnen und somit haben wir hier Aaron Johansson, aber das ist halt noch nicht so das Wahre, ne? Ihr seht, der Ball ist da noch nicht da, wo er hin soll und zwar im Tor. Seferovic war dann auch noch mit am Stissel, aber Martenia ist ja seit ungefähr 1,5 Jahren in seiner Topform. Und dementsprechend ist es dann hier Leroy Sané, der das 1-0 in der 45. Minute macht. Es war sehr lustig anzugucken, dass meine Spieler es dennoch nicht schaffen, auch wenn ich da jetzt
gerade auch beim Schussverhalten noch einiges geändert habe, weil das fand ich auch, dass wir viel zu oft irgendwelche Tore nicht machen konnten, einfach weil meine Spieler zu schlecht, die Gegner zu gut waren. Also selbst den hatte ich schon drin gesehen und man sieht es ja schon, dass wir auf Weltklasse spielen, weil Seferovic macht den halt auch einfach mal von da aber genau in den Knick, Martenia ohne Chance. Das war auch ein bisschen unüberlegt rausgespielt. Schönes Tor natürlich, aber ärgerlich, dass wir jetzt hier schon wieder eins kassieren. Das ist auch so, die Abwehr ist noch nicht so ganz solide. Sie fängt sich zwar gerade wieder, aber wir sind noch nicht auf dem Topstand. Und dann ist es hier Niang, der spielt den Ball auf Johansson und der macht das 2:1. 66. Minute, gut rausgespielt. Und Niang, wie gesagt, also ist ein Kandidat, der wieder in die Startelf rücken könnte. Sané ist ja in den letzten Spielen, ja, ich möchte nicht sagen, er ist jetzt nicht groß aufgetaucht, aber er ist nicht groß aufgetaucht. Und somit Niang hier einmal auf Johansson und der mit der Pike vorbei am Torhüter. Aber Frankfurt war auch noch da, aber Martenia natürlich auch und somit hier kein Tor für Frankfurt. Und dann ist es Niang mal wieder. Und wir kennen es alle noch von Josef Paulsen, an die Leute, die sich erinnern, FIFA 15 Karriere Trick 17. Und genau das macht Niang auch und somit steht es 3:1 in der 90. Also der hat nochmal richtig aufgedreht. Gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Ich finde, er ergänzt sich zurzeit mit Johansson besser. Hatte das ja am Anfang, also das Gefühl, dass die sich besser ergänzen, hatte ich am Anfang mit Sané, aber Sané ist irgendwie, der ist nicht schlecht, ja, der hat jetzt auch sein Tor gemacht, ganz am Anfang, aber er reißt mich zurzeit nicht vom Hocker und Niang dagegen schon, der ist auf einmal wieder völlig da. Ich war ja auch mal kurz davor, ich hatte das ja irgendwann mal angeteasert, dass ich so ein paar Spezialisten habe, die ich gerne verkaufen würde. Niang zählte zu diesem Zeitpunkt dazu, aber wenn ich mir halt angucke, er ist ja nicht schlecht, bloß irgendwie konnte er sich bis jetzt nicht so wirklich beweisen, auch konstant nicht wirklich. Und wenn er das jetzt fortführt, könnte das doch was werden. Das Spiel ist vorbei, wir gewinnen mal wieder gegen Frankfurt und das auf Weltklasse. Natürlich müssen wir jetzt dazu sagen, wir spielen hier nicht auf den Standardeinstellungen. Aber dafür haben wir auch eine individuelle Karriere, also von dem her, ne? Vorne ist ja alles im Rahmen hier. Und somit kriegen wir auch mal wieder 3 Punkte und halten zumindest Anschluss an das obere... An die oberen Top 3. Wir wollen international bleiben. Wir sind ja aktuell auf einem internationalen Platz. Die Euroleague lässt grüßen. Aber wir sehen, Dortmund ist nicht weit weg. Und auch die Bayern, die großen Bayern, die sind noch einzuholen. Und ich meine, wir haben ja noch ein paar Spieltage. Ist ja nicht so, dass morgen um 8 die Karriere vorbei ist. Und wir wollen einfach mal hoffen, dass da noch einiges vorangeht. Kovalenko hier gegen Augsburg. Auf jeden Fall richtig stark gemacht. Und macht dann auch das 1:0. 18. Minute. Also Kovalenko entwickelt sich auch wirklich mehr und mehr auch zu einem torgefährlichen Spieler. Der hat ja auch gegen, wen war's? Gegen Freiburg ganz am Anfang hatte er das einzigste Tor. Das war jetzt natürlich nicht so Premium, dass wir nur ein Tor geschossen haben, aber dafür ein sehr schönes Tor. Und auch hier am Anfang lässt er da einen Spieler gut aussteigen, lässt ihn an sich vorbeigrätschen und haut dann das Ding hier auch noch schön rein zum 1:0. Martenia mal wieder, klasse Parade hier nach einem guten Schuss. Und dann ist es Moritz Leitner, hat man auch den einen oder anderen Part mal wieder nicht gesehen. Und dann hier mit einer guten Aktion, 32. Minute. Das 2:0 und da hat man schon gesehen, okay, wir sind langsam wieder im Flow. Das Team spielt wieder besser zusammen und auch Moritz Leitner, also ich denke auch die Verpflichtung war bis jetzt zumindest kein Fehler. Da haben wir auf jeden Fall meiner Meinung nach bis jetzt fast alles richtig gemacht. Hat das Mittelfeld auf jeden Fall stabilisiert und auch im Abschluss ist er ein oder kein Nichtskönner, so rum. Und somit hier das 2:0. Dann sind wir schon in der 78. Minute, aber Martenia mal wieder klasse Reflex. Und dann ist es Niang, schickt hier natürlich Kovalenko und der dann mit dem abschließenden 3:0 für uns, für den SV Darmstadt 98. Und somit holen wir uns eben den 2. Sieg im 3. Spiel in dieser Folge. Also lief mal wieder gar nicht so schlecht und wir können uns mal wieder ein bisschen so auf eine Erfolgsstraße vielleicht freuen. Haben ja jetzt wie gesagt schon 2 Siege geholt, vielleicht machen wir dann die 3 Siege im nächsten Part voll. Aber das war es jetzt erstmal hierfür. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr noch irgendwie Verbesserungsvorschläge habt bezüglich der Feinabstimmung, gerne in die Kommentare hauen. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Tschüss, Kowski und ciao. Tschüssen.